Vor allem das ganze Stadion schreit den Namen, also meinen Namen, und dir wird eigentlich erst bewusst, wie viel Anteilnahme das da gegeben hat. Ja, ganz lustig. Zeigt natürlich, dass ich jetzt gerade einfach Freude habe an dem, was ich machen kann. Und das ist Fußballspielen. Und ja, ich glaube, das hat man in der Vergangenheit eigentlich nicht so oft von mir gesehen, ist mir nicht so gewohnt, aber da sprüht wahrscheinlich einfach die Freude raus. Und dann ja, kommt man auf solche Ideen. Morgen. Hey. Ja, ich glaube, man hat mich natürlich meistens nur gesehen, wenn es eben besser gegangen ist. Es gab auch dann Phasen, wo ich dann eben ja, weniger trainieren konnte oder eigentlich gar nicht trainieren konnte. Das gehört natürlich dazu, aber grundsätzlich war ich immer im sehr engen Austausch mit eben meinem Arzt, mit Alex von uns, der das Ganze geleitet hat. Und deswegen glaube ich, dass ich da immer gut ja, unter Kontrolle war, unter Beobachtung, und konnte so einfach ja, das Trainingsprogramm, was mir zurechtgelegt worden ist, gebastelt worden ist, eben durchziehen. Das war halt, wie gesagt, meistens Einzeltraining, weil eben die Ansteckung, dass ich mich irgendwo anstecke, eben hoch war. Deswegen ist das Ganze immer sehr individuell abgelaufen, und ich war eben nie bei der Mannschaft, war immer allein unterwegs, und deswegen umso mehr bin ich jetzt wieder froh, dass ich ja, bei der Mannschaft dabei bin, die Stimmung, und ja, das sind einfach Dinge, die dir natürlich dann erst auffallen, wie wichtig das ist, wenn es mal weg ist. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Eigentlich gar nicht mal so viel, sondern ich war da im Spiel drinnen und wusste, okay, jetzt ist der Moment gekommen eben, wir sind hinten. Ich würde natürlich gern alles reinhauen, um das Spiel zu drehen, um Energie reinzubringen. Und dann, wie gesagt, bin ich eben vorne gestanden, und dann ist mir erst eben das bewusst geworden, was für ein Moment das eigentlich gerade ist. Und ja, ist schon Gänsehaut, wenn ich jetzt so drüber spreche, und absolut, absolut emotionales Spiel für mich, auch wenn es eben nur ein Kurzeinsatz war, aber trotzdem sehr, sehr emotional und war schon ja, sehr besonders. Vor allem das ganze Stadion schreit den Namen, also meinen Namen, und die wird eigentlich erst bewusst, wie viel Anteilnahme das da gegeben hat und wie viele Menschen ja, das auch irgendwo bewegt hat und interessiert hat natürlich, wie es mir geht. Und das ist ja, unheimlich schön, und das gibt mir vor allem auch jetzt noch sehr viel Kraft eben. Ich würde natürlich mir wünschen, dass ich ja, die beste Version von Stevie Liner eben zeigen kann, um den Menschen Mut zu machen, denen es vielleicht ähnlich geht, dass man wieder topfit werden kann, dass man wieder ja, sein normales Leben wieder zurückbekommen kann. Und ja, natürlich muss man schon sagen, ich hatte natürlich dann schon Glück, auch im Unglück, und ich hatte ganz wichtige Leute, das darf man nicht vergessen. Aber es ist einfach wichtig, nach vorne zu schauen und immer positiv bleiben, weil ja, es hilft ja nichts.